Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie mich einmal ausnullen würden, die 10 Minuten würde ich ungern fortschreiben. Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Sie rufen, es sei Zeit für eine Kehrtwende. Ich würde nach dem, was Sie vorgetragen haben, sagen, es wird Zeit, dass wir uns Einzelschicksale und ein bisschen die Menschlichkeit wieder in die Diskussion holen. Und da ich an mehreren Stellen Kronzeugenregelungen hatte für Ihre Hinweise, will ich gern versuchen, der Kronzeugenrolle dann auch gerecht zu werden, es aufzugreifen. Ich beginne vielleicht zunächst mit den nüchternen Zahlen, die erstmal abstrakt sind, aber hinter jeder dieser Zahlen steckt ein menschliches Schicksal. Wir haben bis zum 31.10. 3.542 Asylanträge in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr gehabt bis Oktober. Das letzte Jahr, in dem es etwas mehr war, war das Jahr 2017. Da waren es insgesamt 3.954, gerundet 4.000. Wir sind jetzt bei 3,5, knapp drunter, hatten 17 4.000. Wenn Sie jetzt mit 350 Zugängen pro Monat rechnen, werden wir in etwa bei dieser Zahl zum Jahresende landen. Noch einmal, das ist für die Kommunen eine Herausforderung. Aber ich habe das jetzt nur versucht zu überschlagen. Das dürften angesichts von 1,6 Millionen Menschen in diesem Land ca. 0,3% zusätzliche Menschen sein, die wir unterbringen und mit denen wir umgehen. Sie machen aus 0,3% den Untergang des Abendlandes. Das ist nicht angemessen, meine Damen und Herren. Sie brauchen nicht Krakeel, Sie haben nachher noch Redezeit, nur zu. Ich will aber, und das habe ich auch immer gesagt, und der Fairness halber sage ich es auch weiterhin, weil das zum vollständigen Bild dazugehört, sagen, dass wir selbstverständlich derzeit auch 22.000 rund, knapp drunter, Menschen aus der Ukraine, die bei uns Schutz suchen, Unterschlupf gewähren, Schutz gewähren, Schutz vor Krieg und Elend. Nahezu alle wollen zurück, sobald es die Situation zulässt. Das sind schon noch zwei Paar Schuhe. Trotzdem, selbstverständlich, belastet es den kommunalen Wohnungsmarkt in den Kommunen. Und deshalb bleibe ich bei dem Hinweis, ja, das ist eine angespannte Situation. Und dann schaue ich mir trotzdem Bilder an. Diejenigen, die mit mir im privaten Kontakt sind, wissen, dass im ersten Halbjahr der Luxus einer zweiten Wohnung in Greifswald, nämlich im Heimatwahlkreis, diese Wohnung einer ukrainischen Mutter mit zwei kleinen Jungs gegolten hat, die zwischenzeitlich zurück ist. Und wenn ich mir die Schicksale anschaue, die dahinter stecken, wenn ich die kleinen Jungs sehe, in Erinnerung habe, wenn ich schaue, was uns da an Menschen entgegenschlägt, die völlig aus dem Leben gerissen sind, dann bin ich offen eingestanden, erstens auf Knien dankbar, dass meine Frau und unsere Kinder das momentan nicht müssen. Das gilt für alle anderen Frauen und Kinder in diesem Raum auch. Und zweitens, dann ist auch die Unterbringung von 22.000 Menschen nach meiner tiefen Überzeugung ein völlig anderes Niveau, auf dem wir sicherlich Herausforderungen zu bewältigen haben, aber zum Glück weit davon weg sind. Und das gilt auch für 3.500 Menschen, die überwiegend knapp 45% aus Syrien und Afghanistan stammen, die in diesem Jahr hier als Flüchtlinge Schutz gesucht haben. Auch die kommen in der Regel, weil in Afghanistan ein System in Gänze gekippt ist. Dort Menschen, die sich über 20 Jahre als Frauen mit Ausbildung, als Frauen in Justiz, in Kunst, aber auch als Männer, als Jugendliche frei engagiert haben, eben nicht mehr sicher sein können, was mit ihrem Leben und ihrer Familie geschieht. Wir reden im Regelfall über extreme Gefahren. Und noch einmal, ich bin auf Knien dankbar, dass wir die in diesem Bundesland nicht haben. Um Ihre 4 Punkte aufzugreifen, Sie wollen effektive vor illegalen Grenzübertritten schützende Grenzkontrollen. Wir können gerne darüber streiten, wo die Effizienz beginnt, aber die EU-Außengrenzen werden ganz vehement geschützt. Wir haben übrigens selbst zwischendurch mal sehr gelobt, die polnischen Nachbarn, die, als es in Weißrussland, in Belarus hochherging, ja durchaus extrem mit ihrem Ausgrenzschutz auch für die gesamte Europäische Union eingetreten sind. Ich weiß, dass wir unterschiedliche Verständnisse davon haben, wie viel Effizienz dort gelten muss. Ich sehe aber auch, dass Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei regelmäßig bei Frontex, dem europäischen Zusammenschluss für Grenzschutzaufgaben, vor allen Dingen im Mittelmeer, Unterstützung leisten. Ich bin überzeugt davon, dass immer alles verbesserbar ist, aber so zu tun, als ob es keinen äußeren Grenzschutz gäbe, halte ich für fernliegend.
Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, Frau Präsidentin, ich bin ja zeitknapp. Sie haben sich alle auf knappe Redezeiten geeinigt und Sie haben weiterhin Redezeit hinten dran. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Sie haben einen zweiten Punkt aufgerufen. Sie wollen eine Rückführungsoffensive. Und da habe ich Ihnen auch gesagt, ja, diese weitere Arbeit in der Gesetzgebung hätte ich auch gern. Aber erstens, Sie vernachlässigen den Hinweis, dass auch in der letzten Legislatur schon umfangreiche Gesetzgebungspakete erfolgt sind. Und zweitens, der Teufel steckt im Detail. Es lässt sich in diesen hohen Häusern sicherlich immer schnell sagen, macht mal. Aber die Mühlen, die dann im Einzelnen umzusetzen sind, sind nicht ohne. Und die Menschen, die wir zurückführen, haben im Regelfall Herkunftsländer. Und diese Herkunftsländer müssen sie auch abnehmen. Und wir müssen geordnet ein Verfahren dorthin. Da sind die letzten zwei Jahre mit der Corona-Pandemie eine Herausforderung gewesen, gar keine Frage. Es gibt auch Länder, wo ich mir mehr Kooperationsbereitschaft wünsche und überzeugt bin, dass deutsche Außenpolitik auch weiterhin Herausforderungen hat. Aber wir werfen nicht mit falschen Menschen über anderen Ländern ab, sondern wir führen sie über Flughäfen zurück. Wir brauchen Ausweispapiere, wir brauchen die Bereitschaft des Gegenüber. Und wir müssen immer wieder abwägen, mit welchen Regimen wir in welcher Weise auch Verträge schließen. Denn am Ende brauchen wir dafür eine Zusammenarbeit. Noch einmal, es gibt eine Menge rechtlicher Restriktionen. Ich bin nicht mit allen glücklich. Ich bin überzeugt, dass die Rückführungsoffensive, die die Bundesregierung sich vorgenommen hat, die Bundeskoalition kommen wird. Aber ich bin umgekehrt überzeugt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht unentwegt so tun, als ob das, wenn man nur wollte, mit leichter Hand wäre, man Busse vollpackt und alle wären weg. Drittens, Sie wollen das Chancenaufenthaltsrecht nicht. Und da haben wir in der Tat einen harten politischen Gegensatz. Ich will das Chancenaufenthaltsrecht und bin auf Knien dankbar, dass diese Bundeskoalition sich das vorgenommen hat. Und in der Abstraktion mögen Sie ja noch, Sie sind ja sozusagen in alten Faden der Entstehung der AfD, Sie mögen sich damit ja Zustimmung in der Abstraktion erhoffen. Im Konkreten erlebe ich dann immer wieder völlig entgeisterte Handwerksbetriebe und Autonormalverbraucher und Autonormalverbraucher. Chancenaufenthaltsrecht heißt Menschen, die mindestens 5 Jahre rechtskonform in diesem Lande sind, die zweitens mit ihrer eigenen Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen können und drittens sich rechtskonform verhalten und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und dann fallen mir immer so mehrere Beispiele ein, zum Teil übrigens vor meiner politischen Zeit, zum Teil in Zeiten, in denen ich in anderer Verantwortung stehen durfte, wo ich aber zumindest mit diesen Fragen nicht unmittelbar betraut war und wo ich auch gelesen habe, der, ich glaube, damals beste Dachdecker-Gesellen-Abschließende wird dann zurückgeführt nach 12 Jahren, ist hier zur Schule gegangen, wird vom Handwerk gewollt, die Familie ist integriert, alle verdienen ihr Geld selber und wir sagen aber, die Regeln sind so, ist halt. Das kriegst du dann in den vielen Detailfällen eben in der Regel nicht erklärt. Und ich habe gerade aktuell wieder einen Fall gehabt, wo mich ein Unternehmen in Greifswald anspricht, die Hanse-Yachts, und sagt, ihr könnt doch nicht einen ausgebildeten Handwerker, der seit vielen Jahren bei uns hier tolle Arbeit leisten, jetzt zurückschicken, der ist doch hier integriert. Was wollt ihr eigentlich? Und genau da knüpft das Chancenaufenthaltsrecht an. Und übrigens im Zweifel mit Unterstützung der Wirtschaft und im Regelfall mit Unterstützung der Nachbarinnen und Nachbarn, der Freundinnen und Freunde, die sagen, aber das sind doch die Fälle, die wir gerne behalten wollen. Und die sind doch hier zu Hause. Und genau an die knüpft Chancenaufenthaltsrecht an. Deshalb, wir sind sehr dafür und keinesfalls dagegen. Zu guter Letzt, Sie sagen, wir wollen ja gerne die Rolle rückwärts bei der Frage, welche Unterhaltsleistungen erhalten ukrainische Schutzsuchende. Sie sagen, zurück in die andere Variante. Ich habe jetzt die Begründung nicht verstanden, die mag am Ende kommen, die war eben zumindest nicht Gegenstand. Mir hat sich diese Forderung nicht erschlossen. In den ersten Monaten haben wir auch ukrainische Schutzsuchende nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Leistung versehen. Der Bund hat das abgeändert, gibt heute Leistung nach SGB II oder SGB XII, mal ein bisschen übersetzt in meinem Altdeutsch, Hartz IV und Sozialhilfe, holt sie damit im Übrigen in erheblichem Umfang aus Finanzierungsverantwortung der Kommunen und der Länder heraus. Das war vor allen Dingen ein Versuch des Bundes, uns finanziell entgegenzukommen. Ich sehe den Nachteil nicht, den Sie offenbar befürchten. Ich weiß, dass damit auch Nachteile verbunden sind. Es ist nicht alles ganz leicht zu administrieren, aber ich bin überzeugt davon, dass wir damit zumindest keinen besseren Weg hätten, wenn wir die Rolle rückwärts machen. Ich bin sehr dafür, dass wir jetzt der Ruhe reinkommen lassen, dass diese Verfahren sich jetzt einfach etablieren können. Der Bund zumindest will uns auf diese Weise Hilfe gewährleisten. Ich schließe gern mit dem Hinweis, dass das, was Sie kritisieren, schlicht Inhalt des deutschen Grundgesetzes ist. Asyl ist eine der großen Lehren der Mütter und Väter dieses Grundgesetzes,
aus der bitteren Geschichte des Deutschen Reiches in den Zahlen 33 bis 45, die Nazi-Herrschaft, die vielen Deutschen mit aus verschiedensten Gründen die Notwendigkeit an die Hand gab, woanders hingehen zu müssen. Und genau davon wollte man etwas zurückgeben. Diese Geschichte bildet sich darin ab. Ich weiß, dass wir in vielen Details streiten können, auch über die Ausführungsgesetze, aber die Grundfeste steht und die Grundfeste ist das, wozu wir auch als Regierung stehen wollen. Und wenn Sie auf Grimmen abgestellt haben, ein kleiner Hinweis, ich staune schon sehr, dass Grimmen vorträgt, Sie hätten keinen Wohnraum mehr, aber noch vor 3 Jahren Ihre Wohnungswirtschaft privatisieren wollten wegen 13% Leerstand. Und im aktuellen Jahr finanzieren wir über Städtebaufördermittel in Grimmen den Rückbau von, ich bin nicht ganz sicher, 65 bis 85 Wohnungen. Es scheint also durchaus Varianten zu geben. Aber nochmal, Schule, Kita, Unterbringung bleibt eine Herausforderung, aber zum Glück eine kleinere als die, die zu uns kommen und Schutz suchen ihrerseits auf sich nehmen müssten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Zu Ihrem Redebeitrag liegt mir noch ein Antrag auf Kurzintervention durch Herrn Förster vor. Bitte, Herr Förster. Ja, vielen Dank. Herr Minister, Sie reden das Problem klein, indem Sie emotionale Beispiele greifen. Das ist ja vielleicht verständlich. Und dann auch zuletzt Sie auch noch auf das Grundgesetz berufen. Das ist auch falsch an dieser Stelle. Sie können emotional genauso andere Beispiele nehmen. Nehmen Sie auch den Gefährder zum Beispiel oder die vielen, die mit den Ukrainern kommen, die überhaupt keinen Schutz bedürfen. Und das Grundgesetz, Sie wissen, es ist geändert worden in den 70er Jahren, entscheidend, dass es das Asylrecht nicht gilt für die, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Wir haben faktisch ein Asylrecht, was kein Recht mehr ist, dass jeder, der kommt, im Grunde bleibt. Und das führt auf die Dauer, weil Sie bis jetzt kein Werkzeug haben, um das nach oben zu begrenzen, dazu, dass nicht nur Deutschland, sondern andere Staaten völlig überfordert werden. Und die fehlende Logik ergibt sich auch daraus, dass sie andererseits den Grenzschutz, wie Polen das macht, oder auch, dass wir Verträge mit der Türkei haben, die loben sie gewissermaßen. Wenn man ihrer These folgt, dass jeder, der hierher kommt und sagt, Asyl, da hier bleiben darf, dann müssen sie, und teilweise haben sie es auch getan, sich gegen Polen massiv wehren, weil sie die Drecksarbeit an der Grenze machen. Sie dürften kein Abkommen mit der Türkei schließen, die uns nämlich die brutal gesagt, die Flüchtlinge vom Hals halten. Sie müssten dafür sorgen, dass jeder, egal wo er herkommt, aus welchem Land, zu welcher Zeit, hier Einlass gewährt wird, damit er hier einen Antrag stellen kann, auch wenn offenkundig ist, dass er kein Asylrecht hat. Das ist die Realität. Und Sie sehen ohnmächtig zu und Sie können es bei keiner Million, auch nicht bei 10 Millionen nach Ihrer Logik bremsen. Und das haben Sie hier völlig unter den Teppich gekehrt. Sie stehen ohnmächtig vor dem, der kommt, egal wer. Das ist die Mutter mit den Kindern in Ordnung, ist aber auch der, der völlig grundlos hierher kommt, nur weil er aus einem der vielen armen Länder kommt. Er ist nicht der Schuldige, wir sind die, die keine klare Antwort darauf geben können. Herr Minister, möchten Sie erwidern? Gern. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, ich denke in Individuen, in individuellen Schicksalen, wie das Grundgesetz übrigens auch. Die Grundrechte wenden sich an Einzelne. Das ist also nichts, was mir fremd ist, sondern juristisch tief anerzogen. Und ja, das Asylrecht denkt auch an Einzelschicksal, weil es eben keinem Menschen insgesamt Aufnahme gebietet, sondern denen, die verfolgt sind. Mein Denken entspricht also dem, was das Grundgesetz mir vorgibt und was ich gerne übernehme. Zweitens, Sie sagen, da kommen auch Gefährder zu uns. Ich kann nicht ausschließen, dass Gefährder zu uns kommen. Sie haben recht. Aber das, was wir an Gefährdern sehen, sind häufig Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft in zweiter, dritter Migrationszeit, zum Teil Deutsche, die konvertiert sind. Also die Behauptung, genau diese Gruppe brächte uns die Gefährder, sehe ich genau in den Zahlen, die wir haben, nur sehr begrenzt wieder. Ich glaube, dass das die Wahrheit breiter ist und ja auch Sie jetzt mit einem Individualfall argumentieren. Ich bin überzeugt davon, wie so oft im Leben, die 10%, die Sie als Problem beschreiben, dafür die 90% in Mithaft zu nehmen oder die 2% und dafür die 98% halte ich für einen großen Fehler. Sie sagen, bei den Ukrainern sind auch andere dabei. Die Ukrainer haben einen Schutzstatus nach unseren Aufenthaltsrechten, nach den europäischen Regeln. Egal ob ältere Herrschaften oder Frauen mit Kindern oder auch Männer, sofern sie dann ausreisen durften. Und ich kann jeden Einzelnen verstehen, der versucht, diesem Kriegsschicksal dort zu entgehen. Zu guter Letzt, Schengen macht einen großen Raum in Europa auf. Ich will keine innereuropäischen Grenzkontrollen mehr. Ich halte das für einen Riesengewinn, den wir dort haben. Deswegen bin ich nicht bei Ihrem Konzept.
Und dafür wird in der Tat an den Außengrenzen kontrolliert und nochmal unter anderem mit Hilfe auch deutscher Bundespolizisten, deutscher Landespolizisten bei Frontex-Einsätzen sind wir mitten im Mangel, ohne dass ich mich sofort in einem moralischen Dissens sehe, wie Sie ihn vor Augen haben. Sie sagen, wir würden offenkundig bei allen möglichen Dingen zusehen, wie beim Chaos versinken. Ich glaube, dass Ihre Chaostheorie sehr schön anknüpft an das, was Ihre Entstehungsgeschichte ausmacht. Aber da draußen ist kein Chaos, zumindest keins, was mit Flüchtlingen zu tun hat. Nochmal 0,3% unserer Landesbevölkerung machen kein Chaos. Herzlichen Dank.